Die Party nach den US-Inflationsdaten war sehr groß, aber sie dauerte offenkundig nicht besonders lange. Und die Frage ist, war das jetzt nur eine Bullenfalle? Sind da die Lemminge in den Markt gespült worden, als die Märkte massiv gestiegen sind? Dann sind alle oben eingestiegen und der Pain Trade, das, was wirklich wehtut, kommt jetzt nach unten. Wir werden es wahrscheinlich erst morgen Abend wissen, nach der Fed-Entscheidung und vor allem nach der Pressekonferenz von Jerome Powell. Aber schauen wir uns mal die Dinge an. Ist schon sehr erstaunlich, was da passiert ist. Sie kennen bestimmt den Film Der Schuh des Manitou, wo der Bully Herbiger, also der Apalache, da praktisch sagt, das habt ihr jetzt von eurer blöden Rasserei, weil dieses Pferd da offenkundig sich übergeben muss. Man hat ja Pferde schon kotzen sehen, meine Damen und Herren, und wir haben wirklich wilde Bewegungen am Markt. Der S&P 500, 130 Punkte in wenigen Minuten nach oben gegangen, um dann wieder mehr oder weniger alles, Stand jetzt, wo ich das Video mache, alles wieder abzugeben. Und man muss schon wie David Rosenberg fragen, ja, was ist das für ein Markt, der jetzt aufgrund einer etwas geringeren Inflationszahl, zumindest was die Kernrate betrifft, also ohne Nahrung und Energie, sind wir 0,1% jeweils niedriger reingekommen als von den Märkten erwartet, der also so eine Veranstaltung daher zaubert, dass es schon wirklich seltsam ist. Jedenfalls, wenn wir uns diese Inflationsdaten mal anschauen, dann hatten wir 0,1% Headline-Inflation zum Vormonat statt 0,3 erwartet. Es war dann in der Jahreszahl 7,1% und 6,0% in der Kernrate. Ohne die Komponente Shelter wäre sogar diese CPI, also die Verbraucherpreise, negativ ausgefallen. Zero Hedge schreibt dann, ja, das bedeutet, dass die Fed wohl jetzt die Zinsen senken müsste. Naja, so weit sind wir natürlich noch nicht. Hier sehen wir nochmal das, was die Banken hier so ein bisschen projiziert haben. Was passiert, wenn die Inflationszahlen wie reinkommen? Also da war zum Beispiel 7,0 bis 7,2, 4 bis 5% nach oben. Goldman Sachs hat 7 bis 7,3% eine Rallye von 2 bis 3% erwartet. So war es dann ja auch um und bei, aber es ist dann doch wieder alles verpufft. Es ist alles wieder letztendlich ausgelöscht worden. Über die Gründe können wir gleich mal spekulieren. Hier sehen wir mal die letzten Reaktionen der Märkte an Tagen der Inflationsveröffentlichung. Wir erinnern uns, der S&P 500 das letzte Mal, als die Oktoberzahlen der Inflation in den USA reinkamen, 5,5% nach oben, der Nasdaq über 7% gestiegen. Mal schauen, wie es heute ausgeht. Das werden wir erst später natürlich sehen. Aber wenn wir uns jetzt mal die charttechnische Perspektive ansehen, dann sehen wir oben, wir sind wieder ziemlich genau an diesem seit Jahresbeginn dominierenden Abwärtstrend Kanal gelaufen und dann sofort wieder die dicke rote Kerze, also das zweite Scheitern kurz hintereinander, diesen übergeordneten Abwärtstrend zu brechen. Ich hatte heute Morgen dieses Bild gezeigt vom S&P 500 mit einer ähnlichen Struktur wie bei dieser August-Rally, die wir hier gesehen haben, und den Ausbruch des VIX thematisiert, der dann wieder auf seine Trendlinie zurückkommt, auf diese dann gebrochene Abwärtstrendlinie dort aufsetzt und dann wieder nach oben geht. So könnte es kommen. Und hier sehen wir das nochmal in einer anderen Darstellung beim SPY, also beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Dieses massive Gap. Die Zahlen kamen 14.30, 15.30, macht der Kassamarkt auf. Wir sind dann also kurz über diesen Abwärtstrendkanal gelaufen, aber an einen wichtigen Widerstand, an dem wir ziemlich genau schon gewesen sind, noch im September. Und dann kam diese Bewegung nach unten. Wie gesagt, noch unklar, wie es ausgeht. Aber eines ist offenkundig klar, da war ein gigantischer Short Squeeze auch natürlich am Werk. Wir hatten massive Put-Optionen im Markt, wo sich Marktteilnehmer abgesichert hatten. Wahrscheinlich Institutionelle, die dann gesagt haben, ach, falls die Inflationszahl doch höher ausfällt, dass wir da ein paar Puts am Laufen haben. Diese Puts wurden gesqueezed, die mussten eindecken, damit treten die als Verkäufer auf. Dadurch diese heftige Rallye auch bedingt, aber
Jetzt sind die ganzen Puts rausgesqueezed. Jetzt ist da nicht mehr viel Short Covering drin. Kein Short Squeeze mehr absehbar. Die Frage ist, was passiert denn dann? Und hier sehen wir mal in dem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, den S&P 500. Da sehen wir, da sind wir bis auf 4140 Punkte im S&P 500 gestiegen. Und das ist ja der Leitindex. Vergessen Sie den Dow Jones. Das ist letztendlich Schwachsinn. Das ist ein Kursindex, wo eine Aktie, die $200 kostet, doppelt so stark gewichtet ist wie eine Aktie, die $100 kostet. Egal wie die faktische Marktkapitalisierung des Unternehmens ist, der S&P 500 ist nach Marktkapitalisierung eben strukturiert, dementsprechend auch mit 500 Werten die größten Unternehmen der USA. Und wir sehen hier 4140 und dann Booms. Vorhin, bevor ich jetzt hier diese Aufnahme mache, sind wir unter die Marke von 4000 Punkten gefallen. Also mal eben 140 Pünktchen wieder runter von der ganzen Geschichte. Was ist der Grund? Naja, es könnte sein. Erstens war natürlich alles Positive im Markt, Short Squeeze etc. etc. Aber es ist ein Argument vielleicht auch zu sagen, naja, das wird jetzt nicht wahnsinnig viel an der Fed-Politik im kurzen Zeitfenster wirklich ändern. Wir dürfen nicht vergessen, die Inflation ist immer noch über 7%. Wir haben jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen morgen um 50 Basispunkte anheben wird, nach wie vor bei etwa knapp 80%. Eine kleine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass da nochmal ein großer Schritt erfolgt. Das dürfte eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Aber es wird eben wahrscheinlich jetzt letztendlich diese ganze Geschichte nicht wirklich ändern. Die Frage ist, wie wird die Fed im Jahr 2023 dann vorgehen? Und die Märkte haben ihre Terminal Rate Expectation nach unten genommen, also die Vorstellung, die Erwartung, wo dann der Gipfel der Zinsen sein wird, nach unten genommen. Aber Alf sagt hier richtigerweise, it's not what you think the Fed should do, it's about what the Fed will do. Also es kommt nicht darauf an, was die Fed tun sollte, sondern was sie tun wird. Und da sind die Märkte ja regelmäßig überrascht worden. Man hat nicht geglaubt, dass die Fed in einem solchen Tempo die Zinsen anheben würde. Man hat es doch getan. Jetzt ist zum Beispiel auch Sven Henrik hier unterwegs mit diesem Chart, der die immensen Kosten eben dieser steigenden Zinsen hier verdeutlicht, eben die Zinskosten, die für die amerikanische Wirtschaft, für viele Unternehmen, für die Privatkonsumenten, aber auch für den Staat wirklich hier bedeutet. Why the Fed will cut rates again in one simple chart? Because it has to. Weil sie es müssen. Wir werden sehen, ob Sven Henrik hier recht hat oder ob die Fed die Zinsen senkt, weil etwas anderes passiert. Hier nochmal Einschätzungen etwa von Bank of America, die sagen, wir erwarten weitere Zinsanhebungen nochmal im Februar und im März, sodass wir dann rauskommen bei 5 bis 5,25%. Ähnlich sieht es Citigroup, ähnlich sieht es Hatzius von Goldman Sachs. Also da könnten sich die Märkte irren, wenn sie jetzt praktisch einpreisen, dass die Terminal Rate unter 5% sein wird, aber das werden wir sehen. Jetzt kommen wir zur anderen Dimension dieser etwas niedrigeren Inflation. Hier sagt ein deutscher Analyst, dass endlich offenkundig die Normalisierung nach der Pandemie sich durchsetzt. Die bisherigen Zinserhöhungen sind möglicherweise noch nicht voll zur Wirkung gekommen. Das ist das eigentlich Besorgniserregende, da die verzögerte Auswirkung der Fed-Straffung im Jahr 2023 noch droht und die Wirtschaft sich von sich selbst zu verlangsamen scheint, was zu erhöhten Rezessionsrisiken führt. Und vielleicht ist dieser Rat gar nicht so schlecht hier von Thomas Thornton, der sagt, this was your early Christmas gift to sell. Das war euer Geschenk nochmal, aber ihr hättet verkaufen sollen, dieses Geschenk in Anspruch nehmen sollen, annehmen sollen. Da werden wir sehen natürlich, wie es reinkommt. Jetzt zum Beispiel eben HSBC, die Großbank, die sagt, naja, stellt euch mal vor, es kommt gar keine Rezession. Das wäre der eigentliche Pain Trade, weil die Fed dann gar nicht mit den Zinsen nach unten gehen kann, sondern eben wahrscheinlich die inflationären Tendenzen weiter bestehen würden. Hier Giuliano Salerno sagt, oder Giovanna Salerno, sagt hier, also diese Fokussierung auf CPI ist ohnehin vielleicht nicht so wahnsinnig relevant, sondern relevant ist eben, dass die Earnings sich deutlich verschlechtern werden. Ähnlich auch Puru Saxena, der sagt, ja, diese Peak Inflation Geschichte ist yesterday's story, das ist die Geschichte von gestern. Das ist nicht das Thema. Das Thema wird sein Downturn, Economic Downturn, also der wirtschaftliche Abschwung, und die Inflation geht immer zurück in einer Rezession und die Fed senkt
immer die Zinsen in einer Rezession und dennoch fallen meistens die Aktienmärkte zunächst mal, wenn die Fed die Zinsen senkt, weil eben die Wirtschaft in einer Rezession fällt, ist der im Mindesten überlegenswert. Und dann noch eine andere Geschichte, die auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja diese Umfrage unter kleineren Unternehmen in den USA, NFIB. Und hier sehen wir, dass die Pläne der kleineren Unternehmen jetzt zuletzt zurückgegangen waren, nochmal die Preise zu erhöhen, jetzt aber schon bereits wieder ansteigen. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen beginnen wieder mit dem Gedanken zu spielen oder konkret vorzuhaben, eben die Preise für ihre Produkte anzuheben. Und wir sind jetzt insgesamt beim Sentiment dieser kleinen Firmen bei 91,9. Alles, was 92 unterschreitet, war immer eine Rezession. Also die sind faktisch wohl schon in einer gefühlten Rezession, könnte man sagen. Das ist das eine. Und zum Thema Inflation nochmal das andere. Es gibt ja natürlich disinflationäre Dinge, etwa der Spritpreis fällt, das erleben wir hier auch in Deutschland, an der Tankstelle ist alles nicht mehr so teuer, aber die Frage ist, geht das Geld dann woanders hin, geht das Geld in andere Bereiche, etwa in Dienstleistungen? Und hier sehen wir ja nach wie vor eben diese heiße Inflationsentwicklung in den USA, sodass dann eben in Kombination mit heute ja deutlich zwischenzeitlich gefallenen Renditen, deutlich gestiegenen Aktienmärkten wieder Nachfrage faktisch erzeugt wird, damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder stärker wird, damit diese Inflation sich immer weiter verfestigt und damit die Fed wirklich in der Patsche sitzt, weil sie permanent dagegen klopfen muss und damit die Wirtschaft faktisch kaputt macht, indem sie eben die Zinsen so stark anhebt. Ein Opfer dieser Zinsanhebungen ist Elon Musk, einer meiner allerbesten Freunde, meine Damen und Herren, dessen Aktie auch heute wieder 5% unter Druck ist, 52 Wochen tief, also tiefster Stand seit einem Jahr. Einst war Tesla Mitglied der sogenannten Big Five, aber jetzt hat Tesla die gesamte Outperformance, die man hatte, die Aktie hatte, zum S&P 500 seit November 2020 letztendlich wieder auspreisen müssen. KGV von Tesla jetzt nur noch 55, spottgünstig, gell, dazu ein Artikel bei uns. Tesla-Aktie war noch nie so günstig bewertet wie jetzt. Ist nur die Frage, gell, wenn ich vom Wolkenkratzer springe und dann im 28. Stock irgendwie vorbeifliege, ist die Perspektive immer noch schlecht, könnte man sagen. Ja, das ist nun mal so als Gedankenexperiment, meine Damen und Herren. Und andere haben jetzt auch ein Problem, etwa Bankman-Fried, der ja verhaftet wurde. Jetzt kommen Details raus, dass die Bahamas offenkundig seinen Bankman-Fried gedrängt haben, neue Münzen zu erschaffen. Also man wollte sich da noch ein bisschen bereichern. Das ist unglaublich. Jetzt liegt die SEC hat jetzt endlich nach 4 Wochen eine Anklageschrift hier vorgelegt. Es geht um 1,8 Milliarden Dollar. Kurz noch nach Deutschland. Wir erleben jetzt Wirtschaftsskandale, Betrugsprozesse, Korruptionsverfahren. Hier EU-Vizepräsidentin. In den vergangenen Tagen ist viel passiert, was das Vertrauen der Bevölkerung in die wirtschaftliche und politische Elite untergräbt, schreibt hier das Handelsblatt. Netzpolitik.org bemängelt, dass Innenminister Faeser jetzt offenkundig plant, der Chatverläufe ohne Anlass durchsuchen zu können. Also das ist schon ein echt hartes Stück. Mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt hier, würde das die vorherige CDU-Regierung gemacht haben, die SPD hätte geschäumt. Also da ist schon eine Grenzüberschreitung und gleichzeitig ein Autoritäts- und Ansehensverlust, der wirklich besorgniserregend ist. Und hier vielleicht noch eine Aussage von Vince Ebert, die ich wirklich sehr bemerkenswert finde. Noch vor gar nicht so langer Zeit war Deutschland eine Nation von genialen Ingenieuren und Erfindern, von Maschinenbauern und Elektrotechnikern. Wenn irgendwo ein Problem auftauchte, hieß es, lass uns das Problem lösen. Heute redet eine Minderheit von Germanistikstudium-Abbrechern, von Apokalyptikern und wissenschaftlichen Analphabeten diesem Land ein, dass im Verzicht, im Reduzieren und im Sparen die Lösung aller Probleme liegt. Dieses Land hat mehr verdient. Lichtblick statt Blackout. Yes, das ist ziemlich auch das, was ich denke und vielleicht, was Sie auch denken in Sachen EZB. Die EZB ist der Politik unterworfen, der Euro ist Politgeld geworden. Hier ein Artikel meines Kollegen Georg Habenicht unter Bezugnahme auf Aussagen von Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Extrem empfehlenswert. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren.
Rezessionstrade, das könnte das Ding sein, was kommt. Und wie man vielleicht mit diesem Rezessionstrade ja, manche Verluste an anderer Stelle vielleicht kompensieren oder mehr als kompensieren kann, erfahren Sie in diesem Artikel meines Kollegen Thomas Harz. Und dann abschließend nochmal der Hinweis auf Thomas Mittelhoff, das Gespräch, das wir am Donnerstag ausstrahlen werden, hochinteressant. Ich kann es nur Ihnen empfehlen. Schauen Sie sich das an. Wenn Sie sich was anschauen, dann das. Ich werde Ihnen den Link für Donnerstag schon mal wieder unter das Video packen. Absolut must see. Donnerstag 19 Uhr. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.